Hi Leute, ja, mal wieder ein kleines Update von mir. Ja, die letzten Tage hatte ich jetzt nicht so viel Zeit für ein Video, denn ja, ich habe die letzten Tage in Schelzhagen, wie gesagt, jetzt erstmal hinter mich gebracht. Das heißt, als nächstes kommt jetzt erstmal der Umzug nach Rostock, also nächste Woche ungefähr. Das heißt, ab dann könnt ihr auch endlich mal ein bisschen mehr aus dem Laden sehen. Also wir werden dann anfangen, im Laden zu streichen und umzubauen und die Küche einzurichten bzw. umzurichten, wie auch immer. Also da könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen mehr sehen als jetzt in den vergangenen Gründungstagebüchern, wo ich ja eigentlich immer nur ein bisschen was erzählt habe. Ja, wird auf jeden Fall sehr spannend. Ja, bei Startnext sind wir immer noch bei 3000 Euro, also es stockt gerade ein bisschen. Und ja, es sind jetzt noch 28 Tage Zeit. Also wenn ihr es unterstützen wollt, dann macht es auf jeden Fall. Jeder noch so kleine Beitrag hilft. Und auch wenn ihr dieses Video teilt oder unsere Startnext-Seite oder unsere Facebook-Seite, dann ist das auf jeden Fall auch eine riesengroße Hilfe. Ja, auf Startnext gibt es auch ein paar kleine Neuerungen, was die Dankeschöns betrifft. Und zwar gibt es ein neues Frühstücksbrettchen mit dem Verfressen-Logo drauf. Also Verfressen und dann der grünen Kombüse als Logo drauf, sozusagen eingraviert. Das könnt ihr jetzt auch noch bekommen. Und auch einmalig, nur für diese Crowdfunding-Aktion. Und außerdem habe ich das 1000 Euro Dankeschön auf Startnext ein bisschen verändert. Und zwar könnt ihr jetzt 100 Mal essen und 100 Mal trinken und das lebenslang. Also ihr könnt den Gutschein quasi lebenslang einlösen. Vorher war es ja nur mit Begrenzung. Ich glaube, auf ein Jahr hatte ich das erst. War ein bisschen kurz einfach. Und es gab auch, glaube ich, nur 80 Mal essen und trinken. Und jetzt, ja, wie gesagt, 100 essen. Und ihr müsst das nicht alles alleine essen und trinken, sondern könnt auch eure Freunde einladen. Das heißt, ihr müsst einfach mit eurer Freunde, mit euren Freunden, eurer Familie zu uns kommen. Und ja, könnt dann sozusagen die ganze Rechnung mit eurem Gutschein begleichen. Dann wird halt das einfach abgekreuzt sozusagen. Also für die unter euch, die einfach sowieso öfter nach Rostock kommen oder sogar in Rostock wohnen, wäre das auf jeden Fall eine sehr interessante Investition. Und dann noch was Wichtiges, wir suchen ab sofort eine Restaurantfachfrau oder einen Restaurantfachmann. Also wenn ihr richtig Bock habt, in einem ökologisch-veganen Betrieb zu arbeiten, dann schickt uns die Bewerbung an die unten angegebene E-Mail-Adresse oder auch an die unten angegebene Postadresse, also direkt zum Restaurant. Und auch wenn es jetzt nicht so klingt, ihr müsst dafür selber nicht vegan sein und auch nicht vegetarisch sein. Es reicht einfach, wenn ihr euch sehr für das Thema interessiert und sozusagen auch einfach offen für das ganze Projekt seid. Ja, wenn ihr jetzt selber kein Restaurantfachmann oder Restaurantfachfrau seid, dann macht das überhaupt nichts. Teilt dieses Video einfach auf eurer Facebook-Seite oder woanders oder diesen Text. Oder noch besser, wenn ihr jemanden kennt, der Restaurantfachmann oder Frau ist, dann schickt ihm direkt dieses Video. Ja, wir freuen uns auf eure Bewerbung. Das war es erstmal mit diesem kleinen Video-Update. Wird demnächst eventuell noch eins geben, kurz vorm Umzug. Mal schauen, wenn ich noch eins schaffe. Ansonsten müssen wir uns erstmal wirklich jetzt darum kümmern, das alles sozusagen über die Bühne zu bekommen. Und dann geht es demnächst, wie gesagt, los im Restaurant mit Streichen, Umbauen und so weiter und so fort. Okay, tschüss, bis dann.